Wir sind heute mal wieder mit der Baureihe 612 unterwegs und diesmal wieder im Bewegtdesign, und zwar von Singen im Hohenwiel bis nach Friedrichshafen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Ihr habt den Streckenverlauf schon auf der Karte gesehen. Hier sehen wir auch schon die erste Klasse im 612er, und was sofort auffällt, die ist an einer ungewöhnlichen Stelle, und das liegt am Umbau von einer regulären Baureihe 612 zu einer Bewegtbaureihe 612 und ist auch gleichzeitig einer der Hauptkritikpunkte an diesem Fahrzeug. Vorher gab es eine großzügige und komfortable erste Klasse im Bereich zwischen der Tür und dem Führerstand. Diese wurde entfernt und in einen Mehrzweckbereich umgebaut, und stattdessen wurde die erste Klasse in dieses kleine Abteil gezwängt. Früher, ganz früher, als die Fahrzeuge neu waren, war das teilweise auch noch erste Klasse zusätzlich zum Abteil. Jetzt ist allerdings die erste Klasse ausschließlich hier. Und das bedeutet, dass es nur insgesamt 8 Sitzplätze gibt, und das in 2 sehr engen Vierer-Sitzgruppen, sprich 2 Reisegruppen. Und die erste Klasse ist schon voll, da gerade in der ersten Klasse natürlich auch viele Alleinreisende unterwegs sind. Zum Beispiel Geschäftsreisende reichen teilweise sogar schon 2 Fahrgäste aus, um die erste Klasse zu füllen. Außer man setzt sich zu Fremden mit dazu, was allerdings gerade in der aktuellen Zeit eher nicht der Standard ist. Hier erreichen wir gerade Radolfzell, den nächsten größeren Bahnhof und unseren nächsten Halt. Hinter Radolfzell verlassen wir dann die Bahnstrecke in Richtung Konstanz, und nun geht es weiter in Richtung Friedrichshafen. Noch ein kurzes Stück gemeinsam mit der Bahnstrecke in Richtung Stockach, die dieses Jahr reaktiviert wurde und jetzt auch wieder bis nach Mengen führt. Leider war es mir dieses Jahr noch nicht möglich, da mitzufahren. Sie wird aktuell nur im touristischen Verkehr an Wochenenden in der Sommersaison bedient. Allerdings werde ich das sicherlich nächstes Jahr dann hoffentlich nachholen können. Noch einmal zurück zur ersten Klasse hier in der Baureihe 612 und der Kritik. Können natürlich auch mal ein paar positive Dinge hervorheben. Zum einen mal die Sitze selbst, die sind zum Glück geblieben und sind damit die bequemsten Sitze, die es aktuell bei Bewegt gibt, denn alles andere sind ziemlich hart gepolsterte Sitze, die zwar auch mit Kunstleder versehen sind, aber trotzdem sehr, sehr hart sind. Diese Sitze hier sind wirklich noch weich und komfortabel, allerdings ist eben der gesamte Bereich sehr, sehr beengt, der Sitzabstand ist eng, die Sitze stehen eng nebeneinander und man fühlt sich generell einfach ziemlich eingeengt in diesem kleinen Abteil. Was für viele Fahrgäste auch ein Problem darstellt, da die Neigetechnik durchaus bei dem ein oder anderen Fahrgast zu Übelkeit führt, ähnlich wie bei Sehkrankheit. Und da man hier in so einem kleinen, engen Raum sitzt und nur dieses eine Fenster hat und demzufolge keinen größeren Blick in den Raum hat, wird das leider dadurch noch verstärkt. Deswegen die erste Klasse hier wirklich sehr, sehr ungünstig untergebracht und eben viel zu klein. Demzufolge sitze ich auf dieser Strecke auch leider auf der linken Seite. Ich habe zwar noch einen Platz ergattert, aber leider nur links. Rechts wäre der schöne Ausblick auf den Bodensee gewesen. Jedes Fahrzeug hat einen Hublift bekommen. Das heißt, man kann nun auch Rollstuhlfahrende und Personen mit Kinderwagen befördern. Wir müssen also nicht mehr die Stufen hinaufgehen, sondern da gibt es jetzt Hilfe. Allerdings etwas merkwürdig ist, dass der Mehrzweckbereich, der neu geschaffen wurde, nicht an der Stelle ist, wo auch der Hublift ist. Das heißt, da wo man den Platz jetzt eigentlich brauchen würde, zum Beispiel eben für den Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrräder, ist gar kein Hublift vorhanden. Thank you.
Deswegen dieser gesamte Umbau in meinen Augen nicht wirklich gelungen. Hier begegnet uns noch eine Baureihe 628 auf einer ihrer letzten Fahrten hier am Bodensee. Hier nähern wir uns dann nun langsam schon Friedrichshafen an und wie auch in den vorherigen Videos fällt mein Fazit zur Bewegt 612 leider nicht allzu positiv aus, eben aufgrund der viel zu kleinen und engen erste Klasse. Hier sieht man es nochmal wirklich ziemlich eng. Hier sehen wir die zweite Klasse, da also tatsächlich sogar mehr Platz gefühlt. Dafür die Sitze natürlich nicht ganz so bequem und hier seht ihr auch den Bereich mit den Hubliften. Das ist jetzt hier auch ein Mehrzweckbereich, der ist allerdings nicht komplett neu geschaffen worden. Der neue Bereich, da kommen wir jetzt hin, wenn wir zu dem aktuell hinteren Teil gehen. Und ein Bereich wie dieser hier, so groß war früher die erste Klasse hier mit Vierersitzgruppen und Zweiersitzreihen. Also eigentlich war die erste Klasse hier wirklich perfekt. Man kennt es ja noch aus anderen 612ern, die nicht im Bewegtdesign gestaltet wurden. Für erste Klasse Fahrgäste also ein großer Komfortverlust. Wie das Ganze für Fahrgäste in der zweiten Klasse aussieht, das werde ich euch in einem späteren Video zeigen, wenn ich noch einmal mit der Baureihe 612 unterwegs sein werde, dann aber in der zweiten Klasse. Wird nicht gleich das nächste Video sein, wird aber auch ziemlich bald kommen dann. Da schauen wir uns dann auch noch die zweite Klasse der Bewegt 612 an. Das war's damit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.